So, hallo und herzlich willkommen. Bald ist es soweit, am 20. bis 23. August ist die SL1 in Köln wieder 2015. Wie ihr seht, es gibt jetzt auch Stickers mit den jeweiligen Spielern, Autogramme, eben Autogrammsticker. Das ist ganz interessant, weil es hier eine neue Art von Pick-Em-Challenge geben wird. Und zwar ist es die Player-Pick-Em-Challenge. Und zwar geht es da, werden einzelne Spieler, kann man dann mit den Stickern quasi wie auch auf die Mannschaften setzen. Und zwar geht es hier in der ersten Gruppe zum Beispiel, pick a player from each group that will have the highest headshot percentage. Each correct pick will vote 6 points. Das heißt also, wer die höchste Headshot-Rate hat, muss man jetzt quasi setzen. Okay, das macht jetzt vielleicht hier wie The Forest. In Gruppe B der Kenny, Gruppe C Crims. Kann man quasi genauso wetten oder halt genauso picken wie mit den Mannschaften. Das geht dann weiter mit, wer macht die First Kills am Tag 2. Wer macht die meisten Pistolenkills in Tag 3 und Semifinale, also Quarterfinale, nicht Tag 3 und Grand Finale, wer hat die höchste KDR. Finde ich eine witzige Idee. Ich bin mal gespannt, wie teuer die Sticker sind, werden, was auch immer. Und dann gibt es natürlich auch noch die normalen Team-Sticker, was ich jetzt, ja, finde ich jetzt okay von der Optik. Ist jetzt nicht so weltberagendes, aber naja. So, und dann gibt es weitere natürlich die ganz normale Pick-Em-Challenge, wo man wieder für die Mannschaften setzen kann, da freue ich mich auch wieder. Und natürlich auch die Pick-Em-Challenge-Trophy. Das Ganze kann man natürlich wieder mit seinen Freunden konkurrieren. Jo, ich bin auf jeden Fall gespannt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von der ESL One in Köln erwartet. Oder ob ihr vielleicht sogar dort seid, würde mich auch interessieren. Ich habe auch mal überlegt hinzugehen, vielleicht mit Mike und so mal zu treffen, aber irgendwie, ja, ist jetzt halt, ja, schon zu knapp und dann wurde es doch nichts, keine Ahnung. Schreibt rein, was ihr von den Stickern haltet mit den Autogrammen. Ist es nur Geldmacherei oder freut ihr euch drauf, dann die einzelnen Picks zu machen? Und ja, könnt natürlich auch gerne euren Favoriten in die Kommentare schreiben, also wer von euch, welche Mannschaft es macht in die Finale. Gibt ja viele, also es wird dieses Jahr, glaube ich, richtig spannend. Es wird richtig spannend, weil es gibt so Mannschaften wie Kinguin oder so, die jetzt teilweise positiv, teilweise nicht so positiv aufgefallen sind, aber man weiß es nicht. Nip hat teilweise ein bisschen verkackt, dann doch wieder nicht. Fnatic, Virtus Pro. Es wird, glaube ich, richtig spannend. Ich freue mich auch riesig drauf. Ich werde auch wieder die ganzen Spiele anschauen. Nicht alle, aber natürlich, aber so die mich eben interessieren. Die Pick'em Challenge freue ich mich auch wieder. Jo, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und für alle, die jetzt noch dabei sind und sich das ganze Gequatsche angehört habt, heute Abend geht es im Livestream das Knife Giveaway um ca. 21 Uhr fängt es an. Livestream wird das Knife Giveaway. Ich zeige das mal eben. Haben wir es im Inventar. Inventar. Jetzt ist okay. Hier das Aufbrechermesser, weil wir die 500 Follower im letzten Livestream geknackt haben, hau ich heute das Gut Knife Blue Steel, viel testet raus. Als kleines Dankeschön für euch. Jo, dann gebt einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare und hoffentlich sehen wir uns heute Abend im Livestream. Danke fürs Einschalten. Ciao.